Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels und willkommen zur 161. Schelmschau. Heute mit einem kleinen bunten Reigen an Themen, denn ich habe mich nicht für ein Thema entscheiden können. Wir haben gleich drei Sachen auf einmal. Zum einen werde ich euch ein kleines KI-Thema präsentieren. Ich werde euch nämlich zeigen, wie ich aus ein paar DSA-Illustrationen ein paar fotorealistische Bilder gemacht habe und auch was für unseren Abenteuerwettbewerb gemacht habe. Ich werde euch zeigen, wie man den Routenplaner, der letzte Woche ja präsentiert wurde und der weit über 800 Zuschauer hatte, also der euch anscheinend ganz gut gefallen hat, wie man den auch im Browser umsetzen könnte. Und ich werde euch als drittes noch etwas zeigen, was mir tatsächlich in der Küchengeräteabteilung von IKEA als Idee in den Sinn gekommen ist. Und eine Schnapsidee muss der Schelm natürlich sofort in die Tat umsetzen. Deshalb zeige ich euch gleich mein coolstes neues Küchenobjekt. Aber bis dahin wollen wir erstmal einen kurzen Blick auf die Nachrichten werfen. Viele haben gerätselt, viele haben nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Ich habe auch fleißig mitgerätselt. Ich wäre nicht konkret auf dieses Thema gekommen, aber es ist eine coole Sache, finde ich, die rausgekommen ist. Die Rede ist natürlich von Finsterwacht. Finsterwacht, das Kooperationsprojekt von Saltatio Mortis und Ulysses und auch noch Bernhard Hennen und sein Co-Autor, die haben da ein schönes Gesamtpaket geschnürt, was ihr ab sofort im F-Shop und auch bei Saltatio Mortis vorbestellen könnt. Was genau müssen wir uns jetzt darunter vorstellen? Also Saltatio Mortis, Mittelalter-Band, ihr kennt sie sicherlich. Die sind ja nicht nur für seit vielen, vielen Jahren für ihre schöne Musik bekannt, sondern auch für ihren DSA-Bezug. Die haben ja damals schon das wunderbare Abenteuer Die unsichtbaren Herrscher geschrieben. Und ja, das ist immer noch eines meiner Lieblingsabenteuer. Im Hochhausreich spielt es. Man wird von vielen Geheimbünden, die wollen einem nach dem Leben trachten und am Ende kommt man einem großen Geheimnis des Hochhausreiches auf die Spur. Und diese zwei Bandmitglieder, die von damals, sind auch immer noch mit dabei. Und ja, insgesamt hat Saltatio Mortis es ja sogar auch selbst schon nach Aventurien geschafft, denn in die Stadt der tausend Augen, dieser Anthologie, die in Schwarztobrien spielt, da gibt es ja auch einen kleinen Auftritt einer Band, die uns verdammt an diese Saltatio Mortis-Leute erinnert. Und deswegen ist es auch naheliegend, dass sie jetzt für ihr neues Album eine Idee hatten. Sie wollten mal ein kleines Konzeptalbum daraus machen. Sie wollten etwas für das schwarze Auge komponieren. Und eigentlich sollten es nur 4 Tracks werden, aber dann hat man sich zusammengesetzt und es wurde immer mehr und es wurde immer mehr. Und am Ende ist daraus die Finsterwacht geworden. Finsterwacht ist eine Kette von Burgen, die im Norden des Mittelreiches das Gebiet gegen die Orks abschirmen. Und dorthin begeben wir uns also in dieser CD und auch in der dazugehörigen, in den dazugehörigen Veröffentlichungen. Also es gibt der letzte Sieg der Schwänen, das ist ein Sammelband, da ist sowohl ein Solo-Abenteuer drin, als auch ein Schnellstarter, also der klassische DSA 5 Schnellstarter und eine kleine Gruppenabenteuer-Idee. Vielleicht ist das auch tatsächlich der Standard-Schnellstarter, ich weiß es nicht genau. In jedem Fall ein kleines Gruppenabenteuer und ein ganz neues Solo-Abenteuer. Gleichzeitig wird es auch die Feuer der Finsterwacht geben, also eine Geschichte, die von Bernhard Hennen und Thorsten Weitze geschrieben wurde und genau diese Wachtürme dort oben behandelt. Ja, und das Ganze verpackt in einer wunderbaren DSA 5 Regionalbox in Grün. Und es gibt noch ein paar schöne Würfel dabei, 3W20, 2W6, alle in Grün, Schwarz und dann noch diese Autogrammkarten von den Bandmitgliedern. Das Ganze für 69,99, wenn ihr es jetzt kauft, 79,90, wenn ihr es denn später kauft. Also vorbestellen lohnt sich in diesem Fall. Und mein Tipp an euch wäre, bestellt das Ganze am besten im F-Shop vor, denn dann besteht auch die Chance, dass ihr die PDF-Dateien noch kriegt. Ich war so doof, ich habe natürlich sofort auf Kaufen geklickt und zwar auf der Saltatio Mortis-Seite und jetzt weiß ich nicht, ob ich dazu dann auch die PDF-Dateien schon vorab kriegen werde. Das schauen wir dann mal.
Ja, schönes Projekt, finde ich cool. Ich bin kein großer Fan dieser Musik. Das ist so ähnlich wie bei Anno Bosporans Fall. Nee, Bosporans Fall heißt die Band. Da finde ich auch das Grundkonzept super. Diese kleine Sammelbox hätte ich mir auch gerne gekauft, aber ich konnte mit der Musik nichts anfangen. Deshalb, ja, auch dieser Tatio Mortis CD wird erstmal wahrscheinlich im Regal verstauben. Aber das restliche Konzept gefällt mir sehr gut. Es wird die Sachen nicht einzeln zu kaufen geben, höchstens in digitaler Form nachher, glaube ich. Also zumindest haben sie noch nichts anderweitiges gesagt. Gut, das war also dieses große Fragezeichen, was hiermit gelüftet wurde. Ein cooles Projekt von einer Band. Das war eine gute Nachricht. Es gibt aber auch schlechte Nachrichten, denn es gibt ein paar Verzögerungen, die Ulysses jetzt auf Facebook verkündet hat. Denn zum einen wird der Kodex des Götterwirkens sich noch bis in den April verschieben. Da muss noch ein bisschen mehr Liebe reingesteckt werden in den Band, damit da keine Fehler wie in anderen Bänden drin sind. Die Bierhumpen sind ein bisschen zu zahlreich bestellt worden. Da kommt man mit der Produktion nicht nach. Deshalb werden auch die sich verschieben um einen Monat. Und Gestade des Gottwalds, dass der sich verschiebt, das haben wir ja auch schon erfahren. Also der kommt auch erst einen Monat später. Dafür wissen wir jetzt, was alles diesen Monat kommen soll. Der Catalogus Heptasphericum, Helden des Gottwalds und Mysterien des Gottwalds, die Schicksal und Verdammnissets für Nagrach und die Himmelswölfe, Seelenqualen, die Anthologie, die beiden Neuauflagen vom Liber Canciones und Liber Liturgum und vom alten jetzt remasterten Abenteuer Elfenblut, sehr schönes Abenteuer, und natürlich der Fluch des schwarzen Keilers, die vier Abenteuer zusammen in einem Sammelband mit ein paar Essays dazu. Zusätzlich kriegen wir alle im F-Shop noch die exklusiven Produkte wie den Aventurischen Boten, der ja mit dem Zwist der Raben-Abenteuer daherkommen sollte. Das ist jetzt von Engor nicht so wahnsinnig gut benotet worden, aber zumindest die Prämisse und das Setting finde ich ganz cool. Es wird den Räuberhauptmann, die zerlumpte Räuberbande und Alrik immer da geben. Das ist ja das zerschnittene erste epische Begegnungen-Set. Dann wird es das zweite epische Begegnungen-Pentagramma-Set geben und den geschändeten Boron-Anger und dann noch Azarel Scharlachkraut und Hippolyta von Kurkum. Also jede Menge Miniaturen. Und für alle, die es noch nicht haben, die Erweiterungsbox zur Einsteigerbox, die Hexe vom Schattenwässer kommt raus und das Solo-Abenteuer von Sebastian Thurau, der rote Schlechter, kommt ebenfalls neu raus. Also jede Menge Zeug, das wir natürlich nächste Woche dann hier auch auf dem Tisch haben werden. Also noch nicht am Montag, sondern erst am Mittwoch oder Donnerstag. Das heißt, in 2 Wochen werde ich euch die Sachen hier wahrscheinlich präsentieren können. Wir hatten gerade den schwarzen Keiler erwähnt, dann muss ich natürlich auch da nochmal drauf kommen, denn erstens wurde jetzt die letzte Versteigerung abgeschlossen. Also als wir im schwarzen Keiler in Nienburg an der Weser aufgenommen haben, da hat Werner Fuchs ein paar Exemplare des neu aufgelegten schwarzen Keilers dagelassen und signiert, und die sind jetzt alle 3 versteigert worden, und für das letzte Buch gab es tatsächlich 126 Euro. Ich glaube 120 war für das vorherige und 100 für das erste oder so. Also es sind ein paar hundert Euro für einen guten Zweck, nämlich für eine Gedenkstätte in Nienburg. Gedenk- und Bildungsstätte Liebenau heißt das Ganze. Da geht dieses Geld hin. Wir haben auch das Geld, was wir im Keiler für Essen und Trinken ausgegeben hätten, haben wir auch an diese Gedenkstätte gespendet. Also vielen, vielen Dank dafür an die netten Leute vom Keiler. Wenn ihr mal in Nienburg seid, dann schaut da bitte unbedingt rein und esst diese göttlichen Rippchen. Das hat sich allein dafür schon gelohnt, da hinzufahren. Ansonsten hat es diese coole Aktion auch schon auf die GameStar geschafft. Ja, ich war auf der Startseite der GameStar mit meinem Let's Play quasi vertreten. Also ja, nicht ich, aber wir alle zusammen sind da tatsächlich von den GameStar-Leuten gefeatured worden. Das finde ich ziemlich cool. Und es gibt ja auch ziemlich viele schöne Kommentare über das schwarze Auge und die DSA-Computerspiele und so. Also ist wirklich sehr nett, da mal
drauf zu schauen. Hat mich sehr gefreut, dass wir es sogar jetzt in ein renommiertes Computerspielemagazin geschafft haben, zumindest auf die Webseite. Und insgesamt ist natürlich auch cool, dass jetzt der zweite Teil des Let's Plays rauskam. Er wurde schon 3.500 Mal angeguckt. Der erste Teil wurde schon über 8.000 Mal angeguckt. Also vielen Dank an alle, die da anscheinend Spaß mit gehabt haben. Es war echt eine richtig coole Aktion. Und vielen Dank natürlich auch noch an alle, die mitgemacht haben. Also an Tom dafür, dass er das tolle Abenteuer geschrieben hat, Orkenspalter TV, dass sie das Ganze möglich gemacht haben, Werner, dass er das Ganze losgetreten hat, ja, und an Mirko, weil er so schön mitgespielt hat. Dann wollte ich euch noch kurz mal in die Welt der schwarzen Katze entführen, denn Ahnenfall, die Kampagne, die hat jetzt noch so ein paar Zusatzinfos, die ich ganz spannend finde, die sind vielleicht auch für euch nicht uninteressant, nämlich dass das erste Abenteuer Stadt ohne Sonne tatsächlich in Yolgurmak spielen wird, also dem alten Isilia. Ja, das ist natürlich schon mal ein schönes Einstiegsszenario, scheint dann also nicht die fröhlichste Kampagne zu werden. Zeitensturm führt uns dann wieder nach Havena, aber nicht unbedingt ins heutige Havena, denn es wird eine Zeitreise geben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man ins alte Havena reist, dass es da vielleicht auch ein bisschen größer ist, als das heute ist. Und vielleicht auch, dass es dann zwischendurch ein bisschen nass wird, weil eine gewisse Sturmflut über uns hinweg braust, wäre zumindest meine Vermutung. Im dritten Teil, Tanz am Vulkan, geht es dann nach Fasar. Endlose Dunkelheit thematisiert die Jagd nach Nurtischale. Und dann kommen wir zurück nach Donnerbach, wo dann die Rückkehr der Monarchin stattfindet. Die ganze Kampagne ist insofern modular aufgebaut, dass man bis auf den Einstieg und das Abschlussabenteuer alles in beliebiger Reihenfolge spielen kann. Klingt alles super spannend und da sind so ein paar Sachen wieder bei, die würde ich mir eher für das schwarze Auge als für die schwarze Katze wünschen. Also eine Zeitreise in Havena und so, das ist schon nett. Das würde ich mir auch für eine DSA-Kampagne wünschen. So, das war die schwarze Katze. Ich muss mal eben hier ein bisschen aufräumen. Und jetzt gucken wir mal auf den nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Denn der hat ein Interview gemacht mit niemand Geringerem als Ulysses-Chef Markus Plötz. Ja, Philipp ist ja hier der Organisator auch des Rollenspielpreises, der auf der Dreieichkon immer vergeben wird. Insofern habe ich mit dem schon mal auf einer Bühne gesessen. Also schöne Grüße und cool, dass er mal den Markus als Menschen interviewt hat. Wie ist er eigentlich zum Rollenspiel gekommen? Und ja, ist ganz, ganz spannend, kann man mal gut reinhören und vielleicht erfährt man das ein oder andere mehr über den Menschen hinter dem Verlag. So. Dann würde ich natürlich auch gerne mal wieder Werbung machen für Metal Motte, denn Sarah hat mal wieder ein paar schöne Sachen zusammen mit Christine designt. Die haben hier nämlich ein paar Emaille-Pins. Also hier steht Enamel-Pins, aber das ist ja eigentlich der englische Begriff für das, was wir im Deutschen Emaille nennen. Aber Emaille wird natürlich wie E-Mail geschrieben. Insofern ist das vielleicht ganz gut, dass hier nicht E-Mail drin steht. Also was ist es? Das ist einfach nur ein paar Metallanstecker mit so einer Glasschmelze da drauf, dass das wie ein Fuchs oder wie eines der anderen 12 Göttersymbole aussehen mag. Die Dinger sollen jeweils 12 Euro kosten. Wenn ihr alle auf einmal kauft, dann kriegt ihr einen umsonst. Also dann zahlt ihr nur 11. Oder ihr kriegt 13 und zahlt nur 12. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, in jedem Fall, das könntet ihr jetzt da bei Sarah kaufen. Und dann fand ich noch ganz spannend, dass jetzt mal wieder es soweit ist bei System Matters, dass dort der Fanzine-Wettbewerb startet. Den haben sie ja jetzt schon öfter gemacht und da sind ja auch schon schöne Sachen bei rausgekommen. Und jetzt der System Matters Fanzine-Wettbewerb 2024 läuft seit dem 14. glaube ich, 14. Februar bis 13. Mai wird der laufen. Also ihr könnt jetzt sofort zu, ja, entweder Computer oder tatsächlich zu Papier und Schreibmaschine greifen oder sowas und wie früher einfach mal ein Heftchen zusammenstellen und das dann vielleicht fotokopieren oder sonst wie vervielfältigen. Kartoffeldruck ist sicherlich auch erlaubt. Also werdet kreativ, macht ein Fanzine. Einzige Einschränkung ist, es müssen
entweder System-Meta-Systeme sein oder ja, systemagnostische Abenteuer, die man sowohl in DSA als auch anderen Welten spielen könnte oder sowas. Also ein reines DSA-Abenteuer ist nicht so ohne weiteres möglich, wenn dann nur mit Absprache mit Ulysses. Die müssten euch das dann genehmigen, dass das da gedruckt werden kann. Und sie würden auch vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden, damit System Matters nicht die Konkurrenz irgendwie dissen muss oder auch nicht. Also ist wohl verständlich, dass man da für die Wertung, für die Kür des Gewinners nicht dann irgendwie zwischen den Verlagen dann eine Konkurrenz machen will. Am Ende wird es dann ganz viele Abenteuer geben. Jeder, der hier teilnimmt, muss 30 Abenteuer einreichen oder zum Verkauf bereitstellen. Und dann werden von System Matters dort 30 Pakete geschnürt mit allen Abenteuern, die eingereicht wurden. Und die kann man dann als Gesamtpaket bestellen. Anders werden die hier über die System Matters Seite nicht verfügbar sein, weil das ein zu großer logistischer Aufwand ist. Wenn da 20 Abenteuer verkauft werden müssen, dann lohnt sich das nicht für die paar Exemplare, das alles in das Shop-System einzupflegen. Also ja, coole Aktion. Wenn natürlich sich mehr Leute dafür interessieren als diese 30, dann wird tatsächlich verlost, wer eines dieser Pakete bekommen soll. Coole Sache, mir juckt es auch in den Fingern mitzumachen, aber ich habe definitiv keine Zeit bis Mai. Das schaffe ich leider nicht, deshalb bin ich da nicht dabei. Aber so ein Schelmsin würde ich auch mal gerne irgendwann machen. Mal sehen, ob man dafür nochmal Zeit findet. So, und ich glaube, damit habe ich alles von meiner Liste abgehakt und wir gehen mal direkt rüber zum Schelmischen. Letzte Woche habe ich euch den Routenplaner gezeigt. Ich habe euch gezeigt, wie ich mit meinem eigenen Tool irgendwelche Karten mit einem Graphen versehen kann, auf dem man dann rumreisen kann. Das hat auch andere Leute interessiert und so hat mich dann auch danach der Marvin angeschrieben, ob wir was mit dem, ja, ob wir so einen Routenplaner vielleicht auch irgendwann in den Midgard in Midgard einführen könnt. Marvin ist nämlich verantwortlich für das Midgard Digital Team sozusagen bei Pegasus oder für Pegasus. Und ja, da ist eine schöne Midgard-App in der Entwicklung. Also Midgard wird ja jetzt in der neuen Edition rauskommen, nachdem das Ganze ja den Frankes jetzt abgekauft wurde. Also Frankes sind jetzt in Ruhestand gegangen, deshalb wird jetzt die neue Version mit einer komplett neuen Welt bei Pegasus erscheinen und dafür planen sie jetzt auch, sich digital neu aufzustellen. Und das klang alles ganz schön, was sie ja damals schon irgendwann auf der Conspiracy verkündet haben. Da habe ich mir jetzt das Video mal angeguckt, weil ich wissen wollte, wer denn dieser Marvin ist. Und ja, der sagte, die haben noch jede Menge zu tun, aber vielleicht wäre es ja mal denkbar, dass wir sowas wie diesen Routenplaner oder sowas dann auch irgendwie in Kooperation oder sowas machen könnten. Und ja, dann haben vielleicht auch andere Welten als Aventurien oder sowas davon. Finde ich super, Marvin. Schön, dass du reingeguckt hast. Ich hoffe, da wird was draus. Ich bin jederzeit dabei und ich bin für jeden Quatsch zu haben, selbst wenn ich vom Midgard bewiesenermaßen absolut keinen Plan habe. Gut, ansonsten haben wir natürlich weitergespielt in dieser Woche. Wir haben wieder Orkenspalter und der Mythos weitergespielt und zwar das walisische Potpourri. Und das haben wir tatsächlich überraschenderweise fast alle überlebt. Fast alle sage ich bewusst. Also 3 von 4 Leuten haben es überlebt und wir haben diesen unheimlichen Begegnung in einem walisischen Bergarbeiterdorf, wo gerade ein Streik herrscht im Jahr 1926, da haben wir das irgendwie überlebt. Schönes Abenteuer, hat wirklich Spaß gemacht, wurde auch wirklich gut gemeistert von unserem Meister Neuling Gordon. Der hat jetzt seit 1989 jetzt zum ersten Mal das Meistern versucht und das hat er auch wirklich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch und damit ist für uns jetzt unser Exkurs ins Cthulhu-Hafte erstmal abgeschlossen und wir haben jetzt tatsächlich feierlich beschlossen letztes Mal, dass es zurück nach Aventurien geht und dass wir wieder ein ganz klassisches DSA 5 Abenteuer spielen werden. Und zwar haben wir uns nach einigem Hin und Her entschieden, dass wir jetzt in Nostagast anfangen werden. Es geht nämlich nach Joborn und da wird eine Hochzeit gefeiert bei Neue Bande und Uralter Zwist. Wir hatten uns auch darauf geeinigt, dass wir nicht mehr nur noch einen Meister haben wollten, sondern dass es der Gruppe sehr gut tut, wenn der Meister rolliert. Deshalb bin nicht ich jetzt immer der Meister wie früher, sondern jetzt wird das so gemacht, wer gerade Bock hat.
Nur wie sich das gerade mal so wieder ergeben hat, war ich der Einzige, der Bock hatte. Also werde ich jetzt tatsächlich das Abenteuer meistern müssen und ich muss bis übermorgen diese 56 Seiten oder wie viele sind es? 48 Seiten, 56, wieder Quatsch. 48 Seiten muss ich noch alle lesen. Das wird noch ganz spannend. Okay, aber wir spielen wieder DSA und ich freue mich sehr. Und dann habe ich natürlich auch noch ein Abenteuer weiter layoutet, der Abenteuerwettbewerb. Er ist nicht vergessen. Nein, ich habe sogar sehr fleißig gearbeitet. Ich habe 3 oder 4 Abende reingesteckt und im Endeffekt habe ich eigentlich nur diese ganze Seite hier gemacht. Denn das, was mir der Zendrastar netterweise noch nachgereicht hatte, waren die Charakterbeschreibungen all seiner Personen, die in diesem ansonsten noch sehr schmucklosen Abenteuer hier vorkommen. Das Abenteuer heißt Vita Olet Piconia Non. Und da musste ich mich jetzt natürlich erstmal durch diese ganzen Charakterbeschreibungen durcharbeiten, musste passende Charaktere dazu rendern lassen von Midjourney, generieren lassen. Ich hoffe, die sind alle ein bisschen passend geworden. Und natürlich mussten auch die ganzen Wertekästen, die Zendrasch da in fleißiger Feinarbeit gemacht hat, irgendwie hier in DSA-5-Format gepresst werden. Das dauert echt lange, Leute. Also wenn ihr euch wundert, warum Ulysses manchmal im Layout so lange braucht, ich kann euch sagen, das waren 3 anstrengende Abende. Aber jetzt habe ich den Teil soweit fertig und jetzt kann ich dieses Abenteuer jetzt noch mit ein paar Bildern versehen und ein bisschen layouten und dann ist es auch durch. Und dann haben wir noch ein Abenteuer und dann haben wir diesen vermaledeiten, aber wundervollen Abenteuerwettbewerb bald abgeschlossen. Ich hoffe ja irgendwie noch darauf, dass ich nächste Woche schon die Folge dazu machen kann und die Gewinner verkünden kann. Aber seht es mir nach, wenn es noch eine Woche länger dauert. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt ein Abenteuer in einer Woche hinkriege. Ansonsten habe ich heute von Nico von Orkenspalter TV auch noch was zugeschickt gekriegt. Ein Solo-Abenteuer, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Es hat nichts mit DSA zu tun. Es ist für ein Museum, aber ich will vielleicht versuchen, da eine App auch noch zuzuentwickeln, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich weiß gar nicht, was ich mir hier alles aufhalse. Also, ich hätte auch da total Bock drauf, aber mal gucken, wie mein Zeitplan so aussieht. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, gucken wir auch noch mal auf einen kleinen Medientipp. Ja, der Schelm ist immer ausgelastet, aber er hat auch manchmal noch Zeit, um Dinge zu konsumieren. Auch wenn ich es selten schaffe, ein Buch zu lesen, so habe ich es doch wieder mal geschafft, ein subtiles kleines Buch mir vorlesen zu lassen. Und zwar geht es um Ken Follett, Fall of Giants. Das Buch liegt seit 14 Jahren bei mir im Schrank und wartete darauf, gelesen zu werden. Jetzt habe ich es geschafft, das Hörbuch dazu zu lesen. Ken Follett ist einer meiner Lieblingsautoren früher gewesen. Ich habe so ziemlich alles, was er geschrieben hatte, gelesen, nachdem ich Die Säulen der Erde damals gelesen hatte und verschlungen hatte. Und deswegen ist das so eine Art Guilty Pleasure von mir. Ich habe wirklich alles gelesen von ihm und fand es auch alles damals immer ziemlich gut. Ich muss sagen, jetzt bei Fall of Giants wird einem dann schon so ein bisschen bewusst, wie flach alle Charaktere sind und wie sexbesessen alle Charaktere sind. Das ist so ein altes, eine kleine alte Eigenheit aller Follett-Charaktere, aber die Geschichte an sich ist wieder gut und vor allem der historische Hintergrund ist in diesem Fall sehr fesselnd. Worum geht es in Fall of Giants? Es ist der erste Band einer Trilogie, die sich mit dem 20. Jahrhundert beschäftigt und zwar in diesem Fall im Wesentlichen mit dem Ersten Weltkrieg. Alles, was dazu führte, alles, was währenddessen geschah und auch die Jahre danach sind hier wunderbar auf diesen knapp 940 Seiten zusammengefasst. Wir erleben eine adelige Familie, die in Wales in einer Bergarbeitersiedlung tatsächlich ihr Anwesen hat. Und wir erleben eine andere Familie, die dort als Bergarbeiter arbeitet. Und wenn ihr eine kleine Anleihe an dieses Cthulhu-Abenteuer, was wir gespielt haben, seht, das habe ich auch gesehen. Die Streiks, die hier drin beschrieben sind, passen wunderbar zu dem Abenteuer, was Evie und Konsorten da für Cthulhu geschrieben haben. Und diese Familien werden auf mehrere Arten miteinander verstrickt. Es gibt auch noch einen Familienzweig der Adeligen in Russland, sodass man auch quasi den ganzen Sturz des Zaren und die ganze
Novemberrevolution und so weiter alles da mitbekommt. Das war für mich alles wirklich sehr spannend. Man denkt immer so, man kennt ein bisschen was vom Ersten Weltkrieg. Man hat in der Schule einiges davon gehört. Aber wenn man das hier nochmal so aus Sicht der Hauptcharaktere erzählt, miterlebt, dann wird so eine Somme-Offensive der Engländer und sowas doch noch um einiges spannender und man kann es doch um einiges besser nochmal nachvollziehen. Also von den Charakteren her kann ich diese Bücher definitiv nicht empfehlen. Die sind nämlich tatsächlich ziemlich flach und die Geschichte ist recht vorhersehbar. Aber das ganze Gesamtkunstwerk dieses Buches hat mir sehr gefallen. Es war eine sehr schöne Geschichtsstunde mit Eintaucheffekt. Also durch diese Nahbeschreibung aus Sicht der Charaktere hat mir das wirklich gut gefallen, auch wenn natürlich alle Charaktere in der Geschichte Mary Sues sind, die immer alles richtig machen, alles schaffen. Es sei denn, es sind die Bösewichte, dann machen sie natürlich immer alles falsch. So überleben die natürlich an der Front und man erlebt alles mit und sie sind an der Seite des US-Präsidenten und so weiter. Wenn man das mag, wenn einem dieses Konzept grundsätzlich nicht zuwider ist, dann kann man mit diesem Buch viel Spaß haben. Das war mein Medientipp für diese Woche. Ich werde natürlich die anderen Bücher auch noch hören und werde euch dann berichten, ob der Zweite Weltkrieg und der Rest dann auch noch so viel Spaß machen kann. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Eigentlich sollte dies eine monothematische Sendung werden. Ich wollte euch eigentlich nur ein Ding zeigen, hatte mir dann aber überlegt, das ist vielleicht doch ein bisschen zu dünn, um damit eine komplette Schelmschau füllen zu können. Es geht nämlich um das Generieren von Bildern mit einer KI, die ich bisher noch nicht kannte, die ich jetzt aber für mich entdeckt habe. Sie hört auf den Namen Styler AI. Styler mit A geschrieben, also S-T-Y-L-A-R. Das ist eine KI, mit der man Bilder generieren kann, aber vor allem kann man Bilder hochladen und in anderer Form wieder ausgeben lassen. Also man kann den Stil eines Bildes verändern, dabei aber gleichzeitig sehr, sehr nah am originalen Bild bleiben. Weshalb ich das auch nicht so als großen Aufhänger jetzt für diese Folge gemacht habe, ist natürlich, ist das alles, was ich hier gemacht habe, höchst illegal, wie ich nachher festgestellt habe, denn eigentlich untersagen die Nutzungsbedingungen von Styler, dass man dort Bilder hochlädt, für die man keine Rechte hat. Deshalb ist das schon rechtlich sehr bedenklich, wenn ich dort eine DSA-Illustration hochgeladen habe und ich entschuldige mich bei allen Künstlern, dass ich damit quasi ihre Rechte hier verletzt habe. Aber zumindest bei den Ina Kramer-Bildern habe ich ja zumindest die Originale, also zumindest die Eigentumsrechte an den Bildern habe ich ja, wenn auch nicht die Verwendungsrechte dafür. In jedem Fall wollte ich euch mal zeigen, was man damit so machen kann und ich habe hier ein paar Projekte. Das erste Projekt, was ich gemacht hatte, war, dass ich einfach nur eine Karte hochgeladen hatte, nämlich eine Karte vom Schwarzen Keiler. Hier ist jetzt schon ein bisschen mehr drauf. Die Karte war ursprünglich nur das hier. Diese Karte hochgeladen, das ist im Prinzip die Karte aus der neuen Anthologie zum Schwarzen Keiler, die ja nächste Woche rauskommen wird. Die habe ich mal hier zusammengestellt und dachte mir, wie kann man sowas ein bisschen spannender machen? Und habe sie dann hier hochgeladen, habe gesagt, mach bitte einen Dungeon daraus. Und dann hat die KI Folgendes gemacht. Das ist eine Variante davon. Also es wurden hier Kästchen reingezeichnet, es wurden hier einzelne Räume irgendwie gemacht. Aber ihr seht schon hier, dieser mittlere Bereich, der hat sich komplett verändert. Wenn wir das mal ein- und ausblenden, hier ist dieser komplette Bereich hier rausgefallen. Das ist nicht so schön. Also die KI hat sich hier ein bisschen zu viel rausgenommen. Das zweite Bild ist aber schon wirklich, wirklich sehr cool geworden, wie ich finde. Also da kann man schon sehen, was mit der KI möglich ist. Das ganze Höhlensystem hier oben wurde als Höhlensystem gedeutet. Das hier, die Gänge wurden als gerade Gänge gedeutet und mit einem Gitterraster versehen. Also er hat gemerkt, was organisch ist und was anscheinend gemauert ist. Das finde ich schon wirklich richtig cool. Hier ist natürlich noch ein Raum, der ein bisschen nicht dazugehört. Wir haben hier Beschriftungen drin, die keiner richtig lesen kann. Aber ansonsten finde ich das schon eine echt coole Möglichkeit. Natürlich muss das alles noch nachbearbeitet werden. Aber dafür, dass man nichts weiter gemacht hat, als das hochzuladen und ihm kurz zu sagen, was man gerne haben möchte, finde ich das einen echt coolen Effekt.
Wir haben natürlich noch mehr Varianten. Hier hat er nur die Wege aufgefüllt und den Rest weiß gelassen. Kann man natürlich auch so machen, je nachdem, wie man gerne möchte. Und hier nochmal so ein bisschen Hintergrund, Pergamenthintergrund. Die Räume wurden gefüllt. Und natürlich hier oben ist ganz viel mit Wasser, hier unten ist ganz viel mit Wasser. Das passt natürlich nicht zum schwarzen Keiler. Aber ich denke, wenn ihr einfach so eine Strichzeichnung hochladet und dann hier in was Schönes umgenerieren lasst, dann kann man damit schon ein Abenteuer ganz gut ausfüllen. Ich habe hier natürlich nur die Standardvariante von Styler. Das heißt, ich habe nur die Credits, die man so kostenlos pro Monat kriegt. Das sind aber eine ganze Menge. Ich habe 180 Credits am Anfang gehabt. Von denen habe ich jetzt noch 82 Credits übrig und ich habe viel damit rumgespielt. Also das ist erschwinglich und dann kostet es natürlich dann Deduction Rules. Also man kann hier nachlesen, wie viele Credits jeweils pro Generierung verbraucht werden. Und dann kostet es natürlich wieder jeden Monat, wenn man denn noch mehr Credits haben möchte. Und wenn man beim Ausleiten nicht unten einen Schriftzug eingeblendet haben möchte. Und man kann dann auch noch nicht nur in zweifacher, sondern auch in vierfacher Auflösung exportieren. Das ist natürlich auch ganz schön. Hier nochmal die Upgrade-Preise. Was kostet das Ganze? $10 pro Monat in der Standard-Variante. Ja, das kann man machen, wenn man damit was generieren möchte. Nein, ich möchte jetzt gerade nichts kaufen. Nein, ich möchte nichts komplettieren. Dankeschön. So, dann gucken wir nochmal auf das Projekt, was ich gerade zugemacht habe, denn da war noch was Schönes drin. Ich hatte dort auch noch hochgeladen den Ogre von Inakrama. Wo ist er? Das hier kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. So, diesen Ogre von Inakrama, ihr kennt ihn sicherlich, der ist aus dem Kreaturenband, aus der Kreaturen des Schwarzen Auges Box. Und wenn man da was drüber laufen lässt und sagt, ich möchte gerne ein Foto davon haben, dann kommt dieser Herr dabei raus. Er hat ein bisschen komische Füße und er sieht ein bisschen sehr menschlich aus. Also er sieht irgendwie ein bisschen mehr aus wie André the Giant oder wie auch immer der heißt, der Ringer, der auch bei The Princess Bride mitgespielt hat. Aber ansonsten finde ich, ist das schon eine verdammt gute Repräsentation eines Ogers. Ich weiß nicht, was er hier in der Hand hat, aber es wurde hier sogar dieses Band am Arm wurde übernommen. Ja, das finde ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Man könnte natürlich mit dem Stil auch noch ein bisschen rumspielen. Das sieht jetzt mehr wie so ein 70er-Jahre-Foto aus. Das kann man bestimmt auch noch mit anderen Lichtstimmungen und sonst was versehen. Ja, und dann gucken wir uns noch mal ein paar andere Projekte an. Oder wir gucken erstmal. Ach komm, wir nehmen noch mal ein Bild und lassen das mal eben generieren, damit ihr ungefähr wisst, wie das Ganze funktioniert. Ich öffne mal eben hier ein Fenster und gehe in mein Inakrama-Verzeichnis. Da sind die ganzen gescannten Bilder drin, die mir das DSA-Sammlerarchiv schon gescannt hat. Und dann suchen wir uns da jetzt noch ein schönes Bild einmal raus, was wir hier hochladen wollen. Was hätten wir denn da? Phileasson. Nehmen wir mal Phileasson hier. Oder nehmen wir das Doppelbild hier. Jucho von Dalentin und Persanzig und die alte Warzensau Uriel von Notmark. Das ist doch auch eine schöne Sache. Nehmen wir das Bild hier mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt hier hochladen kann. Wir können es ja mal probieren. Also wir ziehen es mal auf. Na, hier direkt geht nicht. Moment. Wir machen jetzt ein neues Projekt und möchten diese zwei Bilder haben. Das ist so ein bisschen Breitformat. Also so sieht das jetzt hier aus. Und jetzt ziehe ich mal das Bild da drauf. Jetzt wird das Bild hochgeladen, aber er meckert, weil das Bild wahrscheinlich zu groß ist. Ist größer als 10 Megabyte. Okay, also müssen wir das nochmal eben runter skalieren. Ich öffne mal eben Affinity Photo. Wir skalieren das Bild auf eine Größe, die vertretbar ist. So,
So, wie gesagt, eigentlich ist das rechtlich gar nicht erlaubt, dass ich dort jetzt Bilder, an denen ich keine Rechte habe, hochlade. Wie gesagt, bei Ina Kramer Bildern ist das bei mir noch was Besonderes, weil ich die Originale hier habe. Insofern könnte man argumentieren, dass ich zumindest meine Originalrechte hier noch habe. Und so. Ich möchte gerne das Bild von Ina Kramer hochladen. Wo sind wir? Da war es nicht, da war es. So. Wir wollten die alte Warzensau. Wo ist er denn? Da. So, da sind die beiden Herren. Ich würde jetzt mal sagen, wir schneiden sowohl ihn aus. Zack. Wir vergrößern den Bereich. Ja, wir kopieren das Ganze mal in ein neues Bild. Wir schieben die Dokumentgrenzen auf 200% nach links und packen Graf Uriel jetzt auch noch da rein. Kopieren, da reinpacken. Nach hinten schieben und Graf Uriel in die Mitte schieben. So, damit haben wir jetzt die beiden Herren. Speichern die einfach mal als PNG oder JPEG. Muss ja nicht so groß sein. Ich würde mal sagen, 2000 mal 1384 sollte vollkommen ausreichend sein auf dem Desktop. Speichern, egal. So. Er braucht ein bisschen. Und dann haben wir unsere Vorlage. Ich schließe noch eben Affinity Photo. Nein, ich möchte nicht speichern. Und jetzt lade ich hier das Bild hoch. Wenn das denn geht, jetzt geht es gerade wieder nicht, warum auch immer. Ich nehme das neue Bild und ziehe es hier drauf. Jetzt wird es hochgeladen. Und da sind die beiden. Ich ziehe das noch mal ein bisschen größer. Wir müssen ja nicht alles hier drauf haben. So. Diese beiden Personen möchte ich jetzt gerne als Foto haben. Jetzt gehe ich hier auf Text to Image. Nein, ich gehe auf Image to Image. Und sage ihm jetzt erstmal, welchen Stil ich haben möchte. Da kann man sich jede Menge raussuchen. Also wer hier so einen Art Deco-Stil haben möchte, Comic-Stil, Computer-Grafik-Stil und so weiter. Goldene Stunde, wie auch immer. Ich möchte gerne ein realistisches Foto. Make-up-Fotos möchte ich nicht. Ich möchte gerne realistic. So, ich möchte es so realistisch wie möglich haben, deshalb stelle ich das hier bei Structure Match auf 1. Das heißt, er wird versuchen, die Bilder quasi pixelgenau über die Vorlage zu legen. Und ich könnte jetzt hier eine kurze Beschreibung von dem, was ich haben möchte, geben. Ich kann mir aber auch einfach einen Autoprompt generieren lassen. Das heißt, die KI guckt sich jetzt das Bild an und versucht zu beschreiben, was sie da sieht. Sie wird jetzt also zwei Männer sehen und sie wird wahrscheinlich sagen, dass der eine was am Kopf hat. Beide tragen Krawatten. Nein, das halte ich für eine Lüge. Das kann schon mal weg. Einer hat einen Bart und trägt eine Brille. Nein, das ist auch falsch. Keiner von beiden hat einen Bart und keiner trägt eine Brille. Sie gucken auch, ja, gucken sie nach rechts. Ja, das ist alles nicht so richtig viel sagen. Das heißt, wir schreiben doch mal was Eigenes. Two photos of Russian nobleman. Also russisch, weil sind ja Bornländer. Vielleicht hilft das irgendwie. Aus dem 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Keine Ahnung.
One has a bandage on the head. His face sprinkled with covered with warts, Warzen. Ich hoffe, das stimmt so. Ja. The other man is, sagen wir mal, er ist blond, has an earring. Ja, das soll mal reichen. Two colorful photos. Und jetzt möchte ich bitte noch Dance Forest in the background. Aber blurry, also unscharf. So, mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Er fängt an zu stylisieren. Und es geht eigentlich einigermaßen schnell, möchte ich sagen. Und da sind unsere Fotos. Und wir sehen schon, manches klappt gut, manches klappt weniger gut. Aha, aus irgendeinem Grund hat er bei Jocho von Dalentin und Persanzig irgendwas im Gesicht gesehen. Das hier finde ich gut. Das ist ein richtig gutes Bild. Das nehmen wir mal. Place on Canvas. So, das ist natürlich noch nicht perfekt. Wir haben hier Dinge, die da nicht hingehören. Keine Ahnung, was er hier für Sachen in seinem Gesicht wachsen lässt. Aber wenn ich mir das hier so angucke, wären das als zwei Lab-Charaktere, wäre das schon echt richtig coole Sache. Also hier die Bordüren an der Kleidung von Graf Uriel, das ist schon echt gut. Das Gesicht ist natürlich nicht so aufgedunsen und nicht so, ja, nicht so unsympathisch, wie es sein sollte, aber zumindest die Warzen sind oder die Hautunreinheiten in irgendwelcher Form sind tatsächlich richtig gut getroffen. Er hier an sich, ja, das kann man sicherlich noch ein bisschen verbessern. Jetzt habt ihr in jedem Fall gesehen, wie das hier so funktioniert mit dem Tool und ihr könnt dann natürlich ja auch einzelne Bilder dann exportieren und speichern. Ihr könnt ja auch noch irgendwelche Sachen generativ auffüllen oder irgendwelche Bereiche entfernen, durch andere ersetzen und so weiter und so fort. Also das Tool kann schon einiges. Ich habe da noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Ich habe einfach nur das gemacht, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe Bilder hochgeladen, geguckt, was daraus werden kann. Zum Beispiel hier die Brian Talbot-Karte von Aventurien. Was kann man daraus machen? Ja, sowas zum Beispiel. Da steht jetzt zwar nicht mehr Aventurien, also mit Schrift hat er hier noch die gleichen Probleme wie andere auch. Aber wenn man das als Aventurienkarte hier nehmen könnte, wäre schon nicht verkehrt. Da ist der Kontinent so ein bisschen auseinandergegangen. Hier, ja, bisschen zu viel Text, bisschen zu viel Weißraum. Das hier könnte durchaus noch eine Aventurienkarte sein. Dass das hier so dunkel geworden ist, ist natürlich ein bisschen schade. Aber der obere Teil, der sieht schon richtig, richtig cool aus. Das könnte durchaus hier eine Aventurienkarte sein, finde ich. Die Zyklopeninseln sind ein bisschen degeneriert hier, aber ansonsten, ja, warum nicht? Kann man machen. Das war der Versuch, eine Karte zu übernehmen. Dann hätten wir noch die Magiebox, Magie 2, die Magie des schwarzen Auges. Ihr seht schon, ich habe mich Ich habe mich davon schon inspirieren lassen, habe hier ein paar Varianten schon anzeigen lassen. Also das Original sieht natürlich so aus. Aus der Frau in der Mitte mit den schwarzen Haaren ist so ein Catweasel-Magier hier geworden. Die Leute haben alle ein bisschen andersfarbige Sachen. Aber die Körperhaltung hier ist schon ganz gut, auch wenn der keine Brille dabei hat. Hier ist wenigstens auch noch eine Frau an zweiter Position von rechts. Der Rechte guckt ein bisschen anders. Oh ja, sind wir schon beim nächsten Bild hier. Wir können ja nochmal durchgucken, was wir alles generiert haben. Das war das erste Bild. Das ist prinzipiell super. Nur diese Masken sind etwas verstörend. Die müsste man nochmal anders machen. Ansonsten das Bücherregal und der Hintergrund, der ist echt ziemlich nah am Original. Also was das angeht, ist das mit am besten. Interessant ist, dass aus der Maske hier unten irgendeine Echse geworden ist. Ich hatte eigentlich gesagt, dass das hier eine Echse sein soll, aber er hat da zwei Echsen rausgemacht. Also der untere Bereich, der ist hier schon ziemlich perfekt.
nur die Gesichter halt nicht. Das hier ist ein bisschen komisch geraten. Das hier ebenfalls. Also die Masken sind tatsächlich sehr dominant. Hier oben haben wir auch irgendwas komisch-exiges. Hier unten ebenfalls. Das ist schon merkwürdig. Das hier mit grünen Händen und grüner Maske, auch sehr merkwürdig. Keine Frau mehr übrig geblieben. Das hier war das Erste, was ich euch gezeigt hatte. Hier ist sogar eine Person komplett verschwunden. Das Bücherregal ist deutlich kleiner geworden. Die Beschriftung auf dem W20 ist anders geworden. Dafür gibt es auf einmal hier viel mehr Würfel, die da aufgetaucht sind. Sehr mysteriös. Hier hat auf einmal einer der Magier selbst einen Würfel in der Hand, aber die sehen mehr so aus wie so eine IKEA-Lampe. Dafür ist hier unten die Maske wieder einigermaßen gut geworden und der Herr in rechts guckt ganz gut. Dafür ist ein Kronleuchter oben aufgetaucht. Und das hier ist sehr sinister, aber ja, hat auch durchaus einige Sachen verloren. Also man kriegt keine 1:1 Bilder von sowas hin, aber es gibt immer einzelne Bilder, wo richtig gute Aspekte drauf sind. Und da kann man natürlich einiges rumspielen und ausprobieren. Und manche Sachen sehen dann auch wirklich ganz nett aus. Hier sind wir bei der Schicksalsklinge. Ihr kennt es sicherlich. Das hier ist das Original vom Computerspiel natürlich. Erste DSA-Computerspiel von Attic Software, von Yuji gezeichnet. Und das finde ich hier schon ganz gut geworden. Auch wenn er natürlich hier diese arme, leicht bekleidete Kämpferin dann doch lieber noch in einen Mantel und eine Rüstung gepackt hat. Und der Herr guckt hier ein bisschen anders als auf dem anderen Bild. Die Burg im Hintergrund ist ein bisschen weiter nach vorne gerückt und hat ein paar Türme verloren. Und dieser Erdhügel, in dem das hier steckt, der ist jetzt wirklich frisch umgegraben worden anscheinend. Gut, kann man so machen. Das Bild hier ist vom Hintergrund her deutlich fantastischer. Es sind ja auch ein paar Flugechsen im Himmel irgendwie entdeckt worden, die vorher eigentlich meiner Meinung nach gar nicht da waren. Also ich sehe da oben im Original keine Flugechsen, aber das kann man natürlich so deuten. Dafür ist die Burg hier wirklich sehr nah am Original gewesen. Der Flügelhelm von Alrik Immerdar ist ganz großartig. Die leicht bekleidete Dame ist hier sehr schwer in Rüstung gepackt. Und die Körperhaltung von diesem Herrn ist jetzt sehr nah am Original. Dafür ist sein Helm verlustig gegangen und seine Nase ist irgendwie nach rechts gebogen. Aber ihr seht schon, da kann man durchaus auch mit arbeiten. Er konnte hier zwischen dem Speer und dem Baum dahinter auch nicht so ganz unterscheiden. Aber was wollen wir uns beklagen? Ey, das ist sowas von cool, das haben wir früher nie für möglich gehalten. Hier hat er aus Alrik Immerdar tatsächlich eine Alrike Immerdar gemacht, finde ich auch ganz cool. Der Hintergrund ist zum Wald geworden und der Lanzenträger hier kniet vor den beiden Damen, auch sehr schön. Die Dame ist natürlich auch leichter, nicht so leicht bekleidet wie vorher. Ja, und hier sind einfach nur ein paar Laper, die irgendwie gelangweilt in der Gegend rumstehen. Also hier ist die ganze Atmosphäre des Originalbildes verloren gegangen und aus dem Erdhügel ist ein grüner Mantel geworden. Also das ist deutlich das schlechteste Bild. Das hätte man tatsächlich auch auf einem Lab so aufnehmen können, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, immer noch spannend, wie ich finde. So, hier, ach, Nahema im Kettenhemd. Kettenhemd, Ganzkörperanzüge kann die KI natürlich nicht, aber ihr kennt es sicherlich, das ist das Bild aus dem Orkenhort, glaube ich, ne? Oder aus Purpurturm. Ich weiß es gerade nicht. In jedem Fall Orkland-Trilogie, da begegnet euch Nahema hier das erste Mal mit ihrem Wagen und den Blitzen, die aus ihren Fingern züngeln. Hier sind es tatsächliche Blitze. Hier ist sie ein bisschen leichter bekleidet und hat auch so einen Zeus-Blitz in der Hand. Die Pferde an sich sehen aber auch ziemlich gut aus. Und dann hätten wir noch hier das Bild, da ja, ist auch einiges mit dabei. Da weiß man jetzt nicht, kommt der Blitz aus ihrer Hand oder aus dem Himmel und warum schlägt er in den Kopf des Pferdes ein. Aber ansonsten, die Pferde an sich sind schon wieder ziemlich cool. Das gefällt mir schon. Nur die Personen sehen halt meistens nicht so aus, wie sie tatsächlich hier auf den Bildern ausgesehen haben. Also Gesichtsausdrücke ändern sich dann doch. Besonders auch, wenn man so eine Schlachtenaufnahme nimmt. Na, wer erkennt es? Das ist natürlich das berühmte Bild aus Sylvanas Befreiung. Bei einem Gesicht hier muss man natürlich in die Augenhöhlen drücken. Ihr kennt das alte Rätsel. Ich hoffe, das spoilere ich jetzt keinen. Grundsätzlich ist hier vieles übernommen worden. Die Fahnen sind übernommen worden, auch wenn das hier natürlich ein bisschen anders aussieht. Der Rauch am Himmel ist als solcher erkannt worden. Der Kampf an sich ist ganz gut umgesetzt worden. Aber das Wichtigste, dieser Herr mit dem Kreuz auf dem Helm,
der ist natürlich verschwunden. Das ist schade. Das ist auch auf den anderen Bildern nicht besser. Hier ist von der Gesamtstimmung fast gar nichts mehr erhalten geblieben. Die Fahne und die Wolken da oben vielleicht. Ansonsten sieht das hier mehr wie ein Turnier oder ein Truppenaufmarsch aus. Das hier ist dann schon wieder mehr Schlacht. Aber der Herr hier hat irgendwie den Kopf in die falsche Richtung. Was ist hier vorne, was ist hinten? Irgendwie sieht das so ein bisschen unentschlossen aus. Die Fahne hier oben, die Rauchwolken sind zur Fahne geworden. Der Reiter da hinten sieht sehr unnatürlich aus. Also das ist auch nah am Original, aber viele Dinge sind hier sehr komisch erkannt worden. Also das hier ist die Rückseite eines Helmes und kein Gesicht. Das erklärt vieles. Und hier, das Bild hat wieder gar nichts damit zu tun. Also Schlachtaufnahmen, schwieriger. Da kann man auf so einer Schwarz-Weiß-Zeichnung dann einfach nicht genug erkennen. Da ist die KI da nicht gut genug für tatsächlich. So, wir gehen noch weiter. Ich will euch jetzt nicht unbedingt alles zeigen, aber so ein paar Highlights. Ich meine, es ging jetzt hier darum, Kaiser Harl. Wie kann man denn bitte Kaiser Harl als Kaiser Harl darstellen? Da ist natürlich das Originalbild von Ina Kramer schon sehr schwierig, denn schon wir Menschen wissen ja nicht, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Das ist ja bewusst androgyn dargestellt und die KI hat meistens einen Mann daraus gemacht. Also das hier ist schon sehr nah dran, aber natürlich ist da ein Bart drauf, der im Original nicht ist. Ich finde es faszinierend, wie gut der Löwe getroffen ist auf dem Reichsapfel. Das ist echt sehr überzeugend. Aus den Haaren ist hier eine Art Kettenpanzer da hinten an der Krone geworden. Das hier ist natürlich auch sehr schön, da sind wenigstens die Haare. Aber auch hier, es ist viel Bart da, der im Original nicht da war. Aber auch hier der Reichsapfel, sehr elegant nachgebildet, sehr schön. Also wenn euer Kaiser Harl nicht wie bei die Attentäter auftaucht, sondern eher so wie bei die Verschwörung von Gareth, dann ist das hier vielleicht ein Bildnis von eurem Kaiser Harl, was ein bisschen besser in euer Aventurienbild passen könnte. Oder auch dieser hier. Also die sind alle ziemlich dicht aneinander. Da können wir jetzt schnell durchgehen. Die sind alle gleich cool. Die Kronen sehen überall gleich gut aus, finde ich. Die Bärte und Gesichter sind überzeugend. Also richtig, richtig schön generierte Bilder von einem männlichen Kaiser. Und hier habe ich einmal es geschafft, eine Kaiserin zu machen. Die sieht natürlich jetzt so ein bisschen südländischer aus und man sieht natürlich ganz sofort, dass eine Frau ist wegen den Ohrringen und den langen Haaren. Das ist schon weniger androgyn als die Vorlage. Ja, Kaiserin Harl als Foto. So, bevor wir jetzt hier alles durchgehen, zeige ich euch nur noch ein paar Highlights. Ach ja, jetzt haben wir fast alle durch. Also, ich kann euch in jedem Fall das hier zeigen. Da war ich am Anfang dann am meisten weggeblasen davon. Das ist natürlich die Burg Kurkum aus Gabe der Amazonen. Und das fand ich dann, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ne, das kann KI richtig, richtig cool. Also hier ist wirklich alles am Platz. Hier ist aus allem, was auf dem Originalbild ist, ist hier auch was gemacht worden. Das finde ich einfach großartig. Also Respekt an die KI. Ich habe mal versucht herauszufinden, was für eine KI hier hinter steckt. Es ist natürlich wieder ein Transformer-Modell, was dahinter steckt. Es sind mehrere Schichten, wobei, also das, was ich gelesen hatte, das Paper, das hatte ein neuronales Netz, wo 4 Schichten dafür zuständig waren, den Stil eines Bildes nachzubilden und 2 Schichten dafür da waren, den tatsächlichen Content nachzubilden, also die Form nachzubilden. Und das Zusammenspiel aus diesen 6 Layern hat dann dafür gesorgt, dass man hier so realistische Ergebnisse hinkriegt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ob das jetzt hierfür passt, aber wir bleiben in Kurkum. Natürlich konnte ich dieses Bild dann auch nicht vergessen, denn wir sind hier in der Umkleidekabine der Amazonen. Das wollte ich natürlich auch nachgucken. Und es war mir natürlich klar, dass KI keine Nacktbilder generieren wird. Da sind sie ja alle gleich abtrainiert worden. Aber zumindest sind die Damen hier einigermaßen leicht bekleidet und sind dabei, ihre Waffen und Helme ein wenig zu ölen. Wobei das mehr nach einer Garderobe als nach einer Militärbaracke aussieht. Das hier finde ich auch sehr nett geworden. Wir können noch mal das Originalbild dazu packen hier. Dann seht ihr das noch mal. Der Gesichtsausdruck hat sich natürlich hier deutlich verändert. Die Waffen an der Wand sind gewichen. Die Schilde sind nicht unbedingt mehr als Schilde,
so deutlich zu erkennen, aber zumindest die Grundform ist übernommen worden. Das hier auch sehr nett, nah am Original. Das gefällt mir wahrscheinlich von allen Bildern am besten hier. Das, ja, der Hintergrund sieht hier wieder sehr unrealistisch aus. Hier wurde auf einmal dann grün daraus. Hier trägt die Dame jetzt untenrum nicht mehr so viel, aber ja, die rechte Dame hat auf einmal einen Helm auf. Also, Nacktaufnahmen könnt ihr damit nicht generieren, aber ich denke, das dürfte für niemanden, der mit KI gearbeitet hat, eine große Überraschung sein. Das will man nicht, dass sie das kann. Und das waren meine Versuche, eine nackte Amazone nachzubauen. Und jetzt gucken wir noch mal hier auf das. Das finde ich nämlich auch richtig cool. Ich habe mir mal das Gesamtbild hier genommen, was Brian Talbot in der ersten DSA-Box gezeichnet hat mit den Monstern, die einem so begegnen können. Und daraus hat er mir dann das hier generiert. Das wollen wir mal einmal hier der Reihe nach durchgehen. Der Ork an sich ist großartig. Den finde ich, der ist gut geworden. Der Goblin an sich, ja, der sollte eigentlich eher ein Rotpelz sein. Aber das mit dem Rotpelz hat er bei mir in der Anweisung etwas zu wörtlich genommen. Er hat nämlich die Haare vom Oger rot gemacht. Der sieht jetzt ein bisschen mehr halkig aus als ogerig. Ich habe es jetzt natürlich verschoben, schlau ich bin hier. Das schieben wir mal wieder nach oben. So. Der Kobold sieht ganz gut aus. Interessant ist auch, dass das, was hier der Schriftzug war, ist jetzt hier irgendwie zu ein bisschen Dreck auf dem Boden geworden. Ja, sein Gesicht ist ein bisschen deformiert und seine Arme sind auf einmal ohne Kleidung, aber immerhin. Ich finde, der Troll, den hat es ein bisschen schlechter getroffen aus diesem weisen alten Mann, den man da irgendwie sitzen sieht, ist jetzt hier ein Monster mit spitzen Ohren geworden. Das hat der Troll auch nicht unbedingt verdient, aber ja, sieht ganz witzig aus. Am meisten Probleme gab es hier bei dem Riesenlindwurm oder, nee, Tatzewurm ist es, weil der natürlich das Gesicht nicht als solches zu erkennen hat. Das ist für die KI kein Drachengesicht hier, das war zu schwierig. Und das hat nicht nur hier nicht geklappt, das hat auch auf den anderen Versuchen nicht geklappt. Hier der Drache, auch nicht gut. Hier ist von dem Troll auch nicht mehr viel übrig geblieben. Das war ja, auch nicht. Der einzige, der ganz gut ist, ist der Ork, aber der ist auch grün. Hier haben wir auf einmal einen Navi draus gemacht, einen blauen. Der Kobold sieht sehr merkwürdig aus. Hier sind irgendwie Muskelpakete, die wie mehrere aufeinander liegende Körper aussehen. Also, das Bild ist zu viel Detail auf einmal. Das kriegt man so nicht hin. Gut. Und ich habe bestimmt noch was ich euch unbedingt zeigen wollte. Das hier, das muss ich euch noch zeigen, weil das war auch eines der Bilder, was ich auf die Vorschau dieser Sendung hier gepackt habe. Dieses Bild auch von Brian Talbot wird dann auf einmal zu sowas hier. Das finde ich richtig cool, wobei natürlich aus dem Elfen hier jetzt eine Dame wird. Aber immerhin... Der Drache sieht super aus, die Kämpferin unten sieht super aus, auch wenn sie den Helm verloren hat. Der Boden sieht cool aus, die Wand hier oben bleibt erhalten. Also das ist schon, das gefällt mir schon sehr. Und das andere Bild hier auch, da ist es dann jetzt keine Frau, die auf ihn schießt, aber auch kein Elf. Also die spitzen Ohren, die schaffen es nicht. Dafür sieht auch der Drache wieder gut aus. Also da war ich auch sehr angetan vom Resultat. Und jetzt noch das Einzige, was tatsächlich hier jetzt einen praktischen Nutzen für mich hatte, denn ich hatte ja das Problem, dass ich für den Abenteuerwettbewerbsband gerne eine fotorealistische oder eine schöne grafische Darstellung dieser Arena hier auf Rethys hätte, aber die habe ich tatsächlich nicht generiert gekriegt. Das war meine generierte Version aus SketchUp. Da habe ich ja das ganze Modell nachgebaut als 3D-Modell. Und ja, habe es nicht schöner hingekriegt. Aber jetzt mit dieser schönen KI kann man daraus eine echte, sehr nette Ansicht dieses Amphitheaters machen. Oder auch so, wenn man gerne möchte. Dann hat man noch so ein bisschen Gebäude dahinter. Aber man kann hier nicht mehr, ja, man kann nicht mehr das Meer sehen. Ich fand das mit dem Meer eigentlich schöner.
Hier ist es ein ganz geschlossener Bau hier hinten. Hier kann man gar nicht mehr durchgucken. Dafür sieht das Ganze hier ein bisschen besser aus. Also es hat alles wieder was für sich und was gegen sich. Hier sind die Farben ein bisschen falsch. Und ja, wie auch immer. Also sehr schöne Bilder. Ich glaube, mein Favorit ist hier tatsächlich dieses Bild. Das werde ich wahrscheinlich dann auch ins Abenteuer übernehmen. Ja, das war ein kleiner Schweinsdurchlauf, was man alles so mit, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, styler.ai machen kann. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen jetzt eine Möglichkeit gegeben, eine Zeichnung, die er in der Ecke liegen hat oder sowas, in eine Art fotorealistische oder fotoähnliche Illustration umzuwandeln. So. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte euch ja meinen Routenplaner letztes Mal gezeigt. Für alle, die sich nicht mehr erinnern, zeige ich das Programm noch mal einmal ganz kurz. Es war ein Java-Programm, was ich geschrieben habe und was dann zu diesem grafischen Editor geführt hat. Da kann man dann also hier irgendwelche Punkte setzen, kann Linien zwischen den Punkten ziehen und damit eine Reisestrecke angeben. Man kann das Ganze hier verzweigen lassen oder auch wieder zusammenführen. Man kann zwischendurch Punkte abzweigen lassen und so weiter und so fort. Man kann Punkte nachher wieder verschieben und man kann sie auch mit verschiedenen Materialien sozusagen versehen. Man kann also jetzt hier in einer anderen Farbe noch irgendwelche anderen Linien machen und so weiter und so fort. Man kann zwischen den einzelnen Karten hin und her schalten, kann durch Dungeons, Städte und auch durch ganz nah Aventurien navigieren. So. Und ja, diese Karte wäre natürlich auch schön, wenn man die jetzt auch im Browser zum Navigieren nehmen könnte. Und deswegen habe ich jetzt mal eine Anregung aus den YouTube-Kommentaren aufgegriffen. Da hat nämlich jemand netterweise empfohlen, dass ich mir für eine JavaScript-Umsetzung doch mal bitte Leaflet.js angucken soll. Was zum Teufel ist Leaflet.js? Nun, das ist einfach eine Bibliothek, mit der man Karten abbilden kann. Wir können uns das mal hier angucken. Die wollen, dass man die Ukraine unterstützt, denn der Entwickler ist ukrainischer Bürger. Und ja, hier hat man quasi ein Google Maps als eigene API. Hier werden in diesem Fall OpenStreetMap-Daten für Karten verwendet. Man kann rein rauszoomen, man kann diese Pins hier anklicken und so weiter und so fort, die Marker. Also ganz normal, wie ihr das auch von Google Maps kennt, aber das jetzt unabhängig von Google und auch für beliebige andere Karten verwendbar. Hier bei den Tutorials ist zum Beispiel auch erklärt, wie man eigene Icons da hinzufügen kann, aber auch, wie man andere Sachen hinzufügen kann, zum Beispiel Bilder hinzufügen kann. Und das ist natürlich das, was ich gemacht habe. Ich zeige euch einmal kurz den Code. Der ist jetzt schon wieder ein bisschen länglich geworden, aber im Großen und Ganzen, was habe ich gemacht? Ich habe eine HTML-Seite, auf der ein paar Stylesheets und ein paar Skripte importiert werden. Ich habe hier sowohl die Basisbibliothek genommen und habe auch schon mal versucht, hier den Routing-Machine noch dazu zu packen. Die wird aber jetzt noch gar nicht verwendet bei dem, was ich euch gleich zeigen werde. Dann habe ich zusätzlich noch eine Reihe von fertigen Karten hier eingebunden. Und wenn ihr das noch vom letzten Mal kennt, da habe ich immer JSON-Dateien rausgefahren. Diese JSON-Dateien sahen zum Beispiel so aus wie das hier. Die haben also erst den Namen der Datei und dann ganz viele Punkte und nachher auch noch ganz viele Linien. Ganz viele Punkte und unten ganz viele Linien. Und dann noch hier die einzelnen Geländetypen, die diese Karte hat. So, das Ganze ist eine JSON-Datei. JSON-Dateien in JavaScript zu laden ist nicht ganz einfach. Wenn man auf demselben lokalen Rechner arbeitet, dann kriegt man immer eine Course-Exception. Also habe ich das hier einfach umgewandelt, habe aus der Kyler-JSON-Datei eine Kyler-JS-Datei gemacht. Die sieht genauso aus, hat hier oben aber noch drin stehen Karte, eckige Klammer auf, Kyler gleich. Und dann merken wir uns das Ganze. Das heißt, jetzt kann ich diese Datei einfach hier als Skriptdatei einbinden, als JavaScript-Datei, und habe mir hier vorher schon eine Karte gemacht. Und in dieses Array-Karte werden jetzt einfach diese neuen drei Karten, die ich hier importiert habe, eingehängt. Ich lade also einfach in diesem Fall alle drei Karten gleichzeitig. Das geht hier auf dem Rechner noch problemlos. Das würde man wahrscheinlich auf einem produktiven System nachher nicht mehr machen.
So, und dann suche ich mir, je nachdem, was ich jetzt gerne haben möchte, suche ich die Karte raus. Ich habe ja als Standardkarte Mavalusa angegeben, aber man kann auch in der URL das als Parameter angeben. Also wenn ihr bei Karte jetzt zum Beispiel Aventurien oder Festum angebt, dann könntet ihr die anderen beiden Karten hier aktivieren. Die aktuelle Karte suche ich mir dann raus, suche mir dann auch noch die Höhe, Breite dieser Bilder raus, damit ich, weil ich die in JavaScript sonst nicht so einfach bestimmen kann, merke ich mir die hier einfach. Die Bilder haben ja eine gewisse Pixelanzahl und die muss richtig skaliert werden. Und dann merke ich mir diese Daten und fange an, das Ganze hier anzulegen. In der Init-Methode wird also eine neue Karte erzeugt. Die Abmessungen, die Außenabmessungen dieser Karte werden verwendet. Ich füge das Bild dieser aktuellen Karte ein, also valusa.png oder aventurien.png. Und ich füge sie an der Position 00 ein und sie soll dann Breite und Höhe haben. Aber weil ich jetzt nicht hier die Pixel angeben kann, das wäre größer als unser Erdradius, werden die Karten dann verzerrt. Deshalb habe ich das Ganze einfach mal durch 10.000 hier geteilt, dann sieht das Ganze wieder richtig aus. Die Karte wird dann auch noch richtig skaliert, dass man die ganze Karte sieht. Und dann fange ich an, Straßen zu zeichnen. Ich nehme mir also alle Straßen und füge sie auf einen eigenen Layer hinzu, eine eigene Ebene. Und für jede Linie, die ich in meiner JSON-Datei drin habe, wird ein Polygon mit einer einzelnen Linie gemacht und die werden hier ja, einfach als zwei Punkte hinzugefügt. Man könnte natürlich die Polygonzüge eigentlich auch schöner machen, also Straßen, die irgendwie aus 30 Linien bestehen, könnte man als einen Polygonzug machen, aber das hier zu optimieren, das wäre mir zu kompliziert gewesen. Deshalb kriegt jede einzelne kurze Gerade ein eigenes Polygon. Dann füge ich noch, zeige ich euch gleich weiter unten. Wir fügen auch noch die Orte ein. Die Orte kriegen auch einen eigenen Layer, den nenne ich Orte, also eine eigene Ebene namens Orte. Und da füge ich einfach für jeden Punkt, den ich habe, einen neuen Ort hinzu, aber nur, wenn das Ding einen Namen hat. Also ich suche mir jeden Punkt heraus, gucke, hast du einen Namen, zum Beispiel Havena? Wenn ja, dann füge bitte an der Stelle einen Marker hinzu, füge ein Pop-up hinzu, dass man den anklicken kann und zeige dann den Namen an, wenn man da draufklickt. Und merke dir das Ganze hier auch noch in einer Liste von Ortsnamen. Wofür brauche ich diese Liste von Ortsnamen? Nun, ich habe auch noch zwei Dropdown-Felder, in denen ich mir einen Start- und einen Endort auswählen kann, um darüber zu navigieren. Deshalb merke ich mir das hier als Ortsnamen, dann sortiere ich die Ortsnamen alphabetisch und füge sie dann in die beiden Selects als Optionen ein. Ich mache das hier wahrscheinlich ein bisschen umständlich, aber ich erzeuge einfach nur jeweils ein Optionselement und füge das einmal in die eine Dropdown-Liste und einmal in die andere Dropdown-Liste ein. So, dann mache ich mir noch eine leere Liste von Basemaps. Ich habe nur eine Basemap, das ist nämlich meine Aventurienkarte, das Image-Overlay hier. Und ja, dann füge ich hier noch die beiden Overlay-Maps, Straße und Orte ein und das Ganze mit einem Layer-Control versehen. Wofür mache ich das Ganze? Das gucken wir uns jetzt direkt im Browser an. Und zwar gehe ich auf folgende URL. So heißt das Ganze. Routenplaner2.html. Ja, wir sehen eine Karte, das ist jetzt erstmal nicht verwunderlich. Man kann reinzoomen, man kann rauszoomen mit dem Mausrad, man kann mit der Maus verschieben, man kann irgendwo hin doppelklicken, dann zoomt er da rein. Also das fühlt sich wirklich an wie eine Google Maps Karte. Man kann auch mit Schwung verschieben, dann rutscht er noch so ein bisschen nach. Wusch, wusch, wusch. Das funktioniert wie erwartet und man hat hier oben in der Ecke auch noch diese Auswahl, die habe ich euch gerade gezeigt. Also das hier oben sind die Base Layer und das sind die Overlay Layer und die Overlays kann ich hier einblenden. Das ist nämlich der Straßenlayer, den wir erzeugt haben und das ist der Orte Layer. Das sind die ganzen Orte, die man hier auswählen kann. Und diese Orte haben auch tatsächlich diesen Pop-up, den ich euch gezeigt habe. Toborische Brücke, Bordell zur Kaiserin, Schenke, Schlange und Federkiel und so weiter. Ja, die kann man hier alle auswählen und man kann sie auch hier unten auswählen. Das sind nämlich die Dropdown-Listen, von denen ich erzählt habe. Damit könnt ihr eine Route berechnen lassen. Wie funktioniert Route berechnen lassen? Gucken wir uns das eben im Quelltext schnell an.
Ich merke mir den Startpunkt und ich merke mir eine Liste aller Vorgängerpunkte. Warum mache ich das? Ich hatte euch das ja beim letzten Mal schon gesagt, ich hatte den Dijkstra-Algorithmus verwendet, um dort ja dann auch in Echtzeit von einem Punkt zu allen anderen Punkten navigieren zu können. Und genau dasselbe mache ich hier. Das ist im Prinzip der gleiche Code, den ich in Java geschrieben habe. Den habe ich jetzt hier für JavaScript ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen optimiert, dass er hier überall nur noch mit Punktindexen arbeitet und nicht mehr so viel raussuchen muss. Und dann ja, sucht er einfach für jeden Punkt alle möglichen Nachfolger, geht die greedy durch, also nimmt sich immer den am günstigsten zu erreichenden nächsten Punkt, den ich noch nicht bearbeitet habe, und gucke dann von da aus wieder, wie es weitergeht, bis ich schließlich das ganze Netz durchlaufen habe und mir alle Distanzen und alle Vorgänger gemerkt habe. Diese Vorgänger sind die, mit denen ich mich dann wieder zurückhangeln kann zum Startpunkt, um die Route zu berechnen. Ich habe eine Hilfsmethode gemacht, um die Länge einer Linie zu berechnen. Einfach ganz simpel Satz des Pythagoras. Und ich habe eine Kostenfunktion, mit der ich die Länge mit der Gelände, mit dem Geländetyp und der Zeit, die man auf diesem Gelände pro Wegeinheit benötigt, multipliziere, sodass ich dann quasi die Zeit für diesen Streckenabschnitt rauskriege. Das sind die Kosten, die hier oben für die Distanzmatrix hier berechnet werden. So, wenn ich das also hier alles habe durchlaufen lassen, diese ganze Start-Navigationsmethode ist jetzt einmal durchgelaufen, hat jetzt alle möglichen Wege gefunden, und dann kann ich mir einfach einen Zielpunkt nehmen und kann sagen, navigiere zu diesem Zielpunkt. Und dann macht er nichts weiter als von diesem, solange ich noch nicht am Zielpunkt bin, gehe ich einfach vom Startpunkt aus immer ein Feld weiter nach hinten und ja, laufe so quasi die ganze Route durch. Und damit das Ganze dann auch zu einer vernünftigen Ausgabe führt, mache ich hier einen Text, der dann jetzt hier bei jedem einzelnen Schritt dann ergänzt wird. Das ist unsere Routenbeschreibung. Müsst ihr jetzt hier alles nicht verstehen, was man hier so auf den ersten Blick an Spaghetti-Code sieht, aber ihr werdet das Ergebnis, glaube ich, zu schätzen wissen. Denn wenn wir jetzt wieder auf unsere Karte zurückgehen und ich jetzt sage, ich möchte gerne von der Tobrischen Brücke zur Herberge zur Fauchenden Gans gehen und ich klicke auf Starte, dann zeigt er mir hier die Route an und er sagt, beginne deine Reise an der Tobrischen Brücke und fahre dann 605 Meter bis zur Tobrischen Brücke. Das ist verkehrt. Das ist falsch rum, verdammt. Ach so, ja, das ist falsch rum, weil ich am Endpunkt angefangen habe, hat er hier den ersten Punkt Tobrische Brücke genannt. Das ist blöd. Okay, aber grundsätzlich ist das hier richtig. Er hat nämlich keinen Zwischenpunkt. Wir gehen über nichts anderes hinweg. Wir gehen direkt vom Startpunkt zur Tobrischen Brücke. Das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel. Sagen wir mal, wir wollen von Effertshorn-Tempel zum Feuerturm gehen. Effertshorn-Tempel zum Feuerturm von Ingrim. Und dann klicken wir auf Starten und dann sehen wir hier, dass man von Effertshorn-Tempel 270 Meter fährt bis Haus Drachenstein, dann 31 Meter bis zu den Drakonitern, dann an allen anderen Häusern hier vorbeigehe und dann schon am Feuerturm rauskomme. Also der Weg hier geht nicht direkt durch eines der anderen Gebäude hindurch. Deshalb ist das hier, also die Routenbeschreibung ist jetzt immer ein Ort zu weit hinten. Das ist natürlich ein bisschen doof, habe ich vorhin nicht drauf geachtet. Ich habe gestern Abend erst übrigens mit diesem Routenplaner angefangen. Also das, was ihr hier seht an der Oberfläche, das war gestern Abend 2 Stunden und heute waren es nochmal 1,5 Stunden, um den Routenplaner da fertig einzubauen. Also das war wirklich sehr überschaubar. Gut, und das geht natürlich nicht nur für Valusa. Wir haben gesagt, wir können hier oben Karte gleich Aventurien angeben. Dann lädt er ein bisschen. Das sind durchaus mehr Orte. Man sieht das schon hier, wenn ich auf Straßen klicke, dann wird das da ganz schön blau. Und wenn ich auf Orte klicke, sieht man, ich habe hier nur das untere Drittel von Aventurien mit Ortsnamen versehen. Aber man kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte von Brabak, weil weiter südlich geht es ja gar nicht mehr hier, möchte ich gerne bis nach Havena fahren. Klicke auf Starten. Bäm, bäm, bäm. Und fertig navigiert.
Und hier sind die ganzen Wegabschnitte, die man dann durchfährt. Insgesamt sind es 1793 Meilen und ich brauche dafür 1732 Stunden in diesem Fall. Das ist natürlich nicht mit realistischen Werten versehen, aber man kann natürlich auf die Route jetzt hier auch reinzoomen. Man sieht die ganzen Orte und man sieht, dass das hier ziemlich gut auf die Karte passt und dass hier alles dynamisch dazu geladen wird. Ja, das war im Prinzip mein Routenplaner in der jetzigen Version. Da stecken nur 3-4 Stunden Arbeit drin. Insofern erwartet nicht, dass das jetzt schon perfekt wie Google Maps aussieht, aber ich finde, dafür ist das schon ganz nett geworden. Ich werde euch natürlich den Quelltext dann auch zur Verfügung stellen. Ich werde das auf meine GitLab-Seite dann dazu packen, wo ich euch letzte Woche schon den Java-Routenplaner hochgeladen habe. Das war der zweite Teil dieser heutigen Folge. Wir sind bei einer Stunde 14 und ich glaube, es wird auch eine kurze Folge, denn so viel kann ich euch jetzt gar nicht mehr erzählen, außer dass ich mit meinen Kindern letzte Woche Mittwoch bei IKEA war. Meine Frau war nicht zu Hause, also musste ich mich irgendwie mit den Kindern vergnügen, musste irgendwie die Zeit rumkriegen und dann dachte ich, fährst du mal mit den Kindern zu IKEA und versuchst du mal das Experiment, die Kinder im Smurland abzugeben. Also in dem Spielbereich für Kinder. Ihr kennt das sicherlich, der kleine Lukas möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden, aus dem Smurland abgeholt werden. Das hatte ich tatsächlich nicht. Meine Kinder haben sich sehr gut amüsiert und ich hatte in der Zwischenzeit ein bisschen Zeit, durch IKEA zu stöbern, denn ich war auf der Suche nach irgendwelchen laserbaren Materialien. Ja, wenn man einen Lasercutter hat, dann sucht man nach allem, was aus Holz oder aus Acrylglas oder Metall oder sonst was ist, was man schön lasern kann. Und dann kam ich auf meinem Weg auch durch die Küchenabteilung. Ich kam da sogar zweimal durch, einmal ohne Kinder und einmal nachher noch mit Kindern. Und dann kam mir tatsächlich, während ich dann beim zweiten Mal da vorbeiging, kam mir die Idee, was man denn mit Holzlöffeln machen könnte. Und dann fiel mir auf Löffel, Aventurien, Löffel, Löffel, Löffel. Und auf einmal macht es in meinem Gehirn Klick. Und ich dachte an die Schlacht der 1000 Oger. Und ihr werdet es sicherlich wissen, wenn ihr das Abenteuer gespielt habt. Die Schlacht der 1000 Oger hat natürlich eine ganz ikonische Waffe, die ich euch mal hier eben zeigen will. Ihr kennt das Abenteuer natürlich. Hier sind die Dressman-Oger, die deutlich anders aussehen als die späteren DSA-Oger. Aber in jedem Fall, wenn man hier so ein bisschen durchgeht, dann findet man hier natürlich das berühmt-berüchtigte Strategiespiel auf diesen 4 Planseiten. Und wenn man das dann spielen möchte, dann gibt es dafür natürlich auch Regeln. Und diese Regeln haben auch ein schönes Bild von einer berühmten Waffe, nämlich dem sogenannten Ogerlöffel. Der Ogerlöffel, geleitet von magischen Eingebungen, haben die Oger ein gewaltiges Katapult konstruiert, das so schwer gebaut ist, dass es nur von ihnen bewegt und abgefeuert werden kann. Da der Ogerlöffel, wie ihn ein Scherzbold getauft hat, in freiem Gelände sofort im weichen Boden versinken würde, wälzen ihn die Oger über die Straße von Warung nach Wehrheim allmählich näher heran. Das ist der Ogerlöffel und der ist natürlich berühmt, zum einen, weil er in der Ogerschlacht verwendet wurde, zum anderen ist er nachher dann auch im Garetischen Museum aufgetaucht und konnte tatsächlich auch in der Schlacht im Jahr des Feuers verwendet werden, um die angreifenden Luftkämpfe etwas zu vereinfachen. In jedem Fall sehen wir hier ein großes Katapult, die Menschen zum Vergleich dabei und da sieht man natürlich auch, dass da so ein Löffel dabei ist. Wenn ich den so halte, dann sieht er ja fast so aus wie auf dem Bild. Ne? Das ist also ein Ogerlöffel. Und ja, ich könnte jetzt natürlich ein Katapult damit bauen. Aber ich hatte eine ganz andere Idee, denn ein Küchenlöffel, den möchte man ja eigentlich auch in der Küche einsetzen und möchte damit vielleicht die Suppe umrühren oder irgendwie bei einer DSA-Runde etwas damit servieren. Und dann wäre es natürlich perfekt, wenn man da einen Ogerlöffel draus machen würde. Und deswegen habe ich meinen Laser genommen und habe da den Brian Talbot Oger, den wir vorhin auch schon gesehen haben, auf diesem farbigen Bild, was ich da mit dem Kobold und dem Tatzelwurm und so weiter gezeigt habe. Da war ja auch dieser Oger drauf, den habe ich hier ausgeschnitten, habe ihn da drauf gelasert. Und ja, man kann nicht viel erkennen, er ist nicht wirklich schön geworden, aber man weiß, glaube ich, dass es ein Oger ist. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man es ja auch immer noch nachlesen, denn da steht Ogerlöffel. Ja, das kann man auch
so schön da reinlasern. Schrift natürlich Nandurion von Thorsten Most. Vielen Dank nochmal dafür. Meine DSA-Lieblingsschrift. Und so hat man jetzt einen Löffel, mit dem man ja, sehr stilvoll aventurische Gerichte servieren kann. Und auch wenn das eine sehr nerdige Idee ist, ich liebe sie einfach. Es ist eine meiner besten. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Und glücklicherweise hat auch der Marcel das sofort erkannt, wie genial das ist und wollte direkt auch einen Ogerlöffel haben. Also hatte ich ihm, ich habe dann mehrere direkt davon gemacht. Und er sagte dann aber, nee, eigentlich würde ich den gerne zurückgeben, denn eigentlich finde ich den aus DSA 3, den Ogerlöffel, viel cooler. Also habe ich noch einen mit dem Inakrama Oger gemacht. Das ist der, den ich euch ja auch vorhin schon als einzelnes Bild gezeigt habe, der so aussah wie Andre the Giant aus Princess Bride. So, das sind also die beiden Versionen. Wir haben den Brian Talbot und wir haben den Inakrama Oger. Und weil ich es auch noch probieren wollte, habe ich dann mal sehr schlecht versucht, den DSA 5 Oger dazu zu packen. Der ist natürlich in Farbe und da bleibt nicht viel Kontrast übrig, wenn man versucht, das auf den Laser zu schicken. Das sah auf dem Bildschirm sehr viel besser aus, als es dann hier geworden ist. Also das ist nicht so mein Lieblingsbild geworden. Also DSA 5 Oger sind nicht so gut wie Schwarz-Weiß Oger, wenn man sie denn lasern möchte. Ja, dafür. Also das hier ist mein Lieblingsexemplar, denn der hat hier eine ganz gute Qualität, auch wenn hier der Fuß natürlich so ein bisschen verbrannt ist, aber das hier ist richtig, richtig schön geworden. Man sieht, wie abhängig das vom Holz ist, denn das hier ist natürlich genau derselbe Löffel, genau mit den gleichen Einstellungen gelasert und da sieht man, dass da sehr viel mehr an Rauchgasen ihre Spuren hinterlassen haben. Ich weiß nicht, ob das an den Windverhältnissen liegt oder an dem Material, ob das trockener ist oder harziger oder sonst was. In jedem Fall, die Qualität der Laserschriftzüge hier ist doch durchaus variabler, als ich sie erwartet hatte. Ja, jetzt habe ich also einen Ogerlöffel, den kann man natürlich in der Küche verwenden. Jetzt meinte der Marcel, ich müsste da natürlich auch noch ein Katapult zu bauen. Und ich muss gestehen, ich habe es nur geschafft einzukaufen. Also ich wollte einen Ogerkatapult noch bauen, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Also das hier sollen dann die Stangen werden, mit denen dieser Ogerlöffel dann gebaut wird. So würden dann die Schrägstreben und die Hauptstreben da unten gemacht werden. Dann hätte ich hier noch ein paar dünne Stäbe oben für die Drehachse des Löffels. Also man müsste dann durch einen der Löffel ein Loch durchbohren und das vielleicht auch noch mit ein paar Bändern Schnüren da festmachen. Und für die Achsen der Räder habe ich dann hier so dünne Schaschlikspieße noch genommen. Die Räder habe ich auch fertig im Bastelladen schon gekauft. Die könnte man auch direkt so hier nehmen. Ich war zu faul, selbst was auszulasern. Habe aber festgestellt, dass leider hier auch diese Stäbe ein bisschen zu dick sind. Also mit der Spitze hier geht es, aber man kann nicht auf der anderen Seite jetzt auch ein Rad dran machen. Das muss ich noch ein bisschen mir anders überlegen. Aber theoretisch könnte ich mir jetzt einen Ogerlöffel mit dazugehörigen Katapult machen. In diese Kiste, die man auf dem Bild sieht, da könnte man dann natürlich irgendwie so kleine Pfeffersalzstreuer oder sonst was reintun für den Esstisch. Also das könnte man natürlich als kleine Bastelei für das nächste Rollenspiel-Dinner sehr gut verwenden. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend für euch, dass ich jetzt hier nicht anfange zu sägen und zu kleben und zu basteln, aber ich denke, wir haben jetzt hier in dieser Folge schon genug Basteleien gesehen und ihr könnt euch dann auch vorstellen, wie das aussieht. Wenn ich noch die Zeit finde, baue ich euch den Ogerlöffel nochmal irgendwann als Katapult fertig, aber ansonsten soll erstmal dieser absolut geniale, brillante, tolle Ogerlöffel hier vollkommen ausreichend sein. Ich habe das Ganze auch schon an Ulysses geschickt. Ich habe gesagt, ihr müsst unbedingt diesen Löffel als 40 Jahre Artikel rausbringen. Das werden euch die Leute aus der Hand reißen. Das wird super. Ich habe es an den Chefredakteur Nico geschickt. Der hat natürlich noch nicht zurückgeschrieben, weil der findet das wahrscheinlich albern. Aber ich finde es großartig und ihr findet es bestimmt auch großartig. Und vielleicht kann ich das ja den Leuten von Brennstoff anempfehlen, dass sie sowas mal als Produkt rausbringen sollen.
weil ich kann die Dinger nicht vertreiben, deshalb muss irgendjemand anders das machen. Wenn ihr sowas haben wollt, schreibt mal in die Kommentare, ob da Interesse besteht, dann kann man da sicherlich irgendwas möglich machen. Das war meine heutige Folge. Es ist eine kurze Folge für meine Verhältnisse, 1 Stunde 23, aber wir kommen jetzt einfach mal ganz schnell zum Fazit. Wenn es bei der Schelmschau für ein Thema nicht reicht, dann kriegt man einfach direkt drei Themen. Ich habe euch heute ein buntes Potpourri an kleineren Dingen gezeigt, mit denen ich mich die letzten Tage beschäftigt habe, wenn ich nicht am Abenteuerwettbewerb gesessen habe. Ich habe euch gezeigt, wie man mit einer KI Varianten von existierenden Bildern machen kann und dabei sehr nah am Original bleibt. Etwas, was mit Midjourney und anderen nicht so gut klappt. Da ändern sich die Bilder dann doch sehr, wenn man versucht, sie hochzuladen und nur den Stil zu ändern oder sowas. Das habe ich mit Midjourney noch nie so gut hingekriegt, wie ich das mit Styler AI hingekriegt habe. Es ist eine sicherlich nette Sache, auch wenn es rechtlich natürlich immer noch eine Grauzone und ein Minenfeld ist. Also wenn ihr damit professionelle, kommerzielle Produkte machen wollt, dann begebt ihr euch in gefährliches Terrain, wie das bei allen KI-Sachen aktuell so ist. Außerdem habe ich euch gezeigt, wie man den Java-Routenplaner vom letzten Mal auch in einen Routenplaner für den Browser umwandeln kann. Ich habe da auf die Community gehört, die mir empfohlen hat, Leaflet.js einzusetzen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte noch nie von Leaflet gehört. Ohne so einen Hinweis hätte ich das gar nicht so schnell so schön hingekriegt. Das war also wirklich gut. Was ich noch nicht euch gezeigt habe, ist, dass man vielleicht auch ein Routing-Framework einsetzen kann, um damit dann auch direkt eine schöne Wegbeschreibung mit mehreren Zwischenzielen und so weiter hinzukriegen. Ich habe es allerdings nicht hingekriegt, mit der aktuellen Leaflet-Version die alte Plugin-Version zu betreiben. Er hat immer gesagt, dass so Sachen wie die Map-Size nicht vorhanden sind oder so. Anscheinend sind da irgendwelche Inkompatibilitäten zwischen den Versionen drin. Deshalb habe ich das jetzt nicht weiter verfolgt. Aber theoretisch könnten wir da auch eine professionelle Routing-Komponente verwenden, damit das einigermaßen schick aussieht. Vielleicht wird das Ganze ja auch irgendwann mal für Midgard oder andere Systeme vorhanden sein. Ich könnte mir auch vorstellen, sowas für den Uhrwerk-Verlag zu machen. Dann hätten wir auch vielleicht was für Myranor, Splitternmond oder sonst was. Also die Welt steht uns offen. Den Editor habt ihr. Ihr dürft ihn natürlich verwenden. Ich habe da kein Copyright irgendwie drauf. Ich habe noch nichts dazu geschrieben an Lizenzinformationen, aber es ist alles Creative Commons ohne Nennung. Also ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Kopiert es, ändert es, macht es, wie ihr wollt. Nur das Kartenmaterial, das gehört natürlich Ulysses oder wem auch immer. Das kann ich euch nicht mit dazu packen. Das dürft ihr natürlich nicht beliebig verändern und weitergeben. Das würde Ärger geben. Ja, das waren diese beiden Themen und dann natürlich das absolute Highlight. Ich meine, hey, ich habe einen Ogerlöffel. Wie cool ist das bitte? Der Ogerlöffel, der nicht für das Zerstören der Trollpfortenmauer zuständig sein sollte, sondern für leckere Speisen, die euch bei eurem nächsten Rollenspielabend den Gaumen verwöhnen. Und dafür ist so ein Ding optimal. Ich bin froh, dass zumindest der Marcel auch so viel Spaß daran hatte. Ich hoffe, ihr findet das Ding genauso genial, wie ich es finde. Und ich habe schon Nico von Orkenspalter TV davon erzählt, dass ich diesen Ogerlöffel habe und er fragte, wie viel davon willst du denn herstellen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt hier schon mal so 5, 6 Stück gemacht, ich kann aber auch noch mehr machen. Nein, wie viel willst du davon herstellen? Und ich bin nicht drauf gekommen, was er meinte. Und er wollte natürlich von mir hören, ich will natürlich mehr als 1000 Ogerlöffel herstellen. Das muss ja so sein. Er hat ernsthaft an meiner Nerd-Credibility gezweifelt, weil ich da nicht sofort drauf gekommen bin. Also wir brauchen unbedingt mehr als 1000 Ogerlöffel. Und mit diesen nerdigen Abschiedsworten danke ich euch, dass ihr wieder reingeschaut habt. Danke, dass ihr auch so zahlreich in den letzten Wochen immer reingeguckt habt. Also ich bin sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen, wie sie sich entwickelt haben. Vielleicht knacken wir ja in den nächsten 2, 3 Wochen auch mal die 900 Zuschauer. Und dann nähern wir uns irgendwann endlich der Vierstelligkeit. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kommt bitte bald wieder, schaut rein. Ich habe bestimmt ein paar spannende Sachen auch in der nächsten Woche für euch. Ob es dann schon der Abenteuerwettbewerb werden wird, das kann ich euch nicht versprechen. Dafür habe ich sehr viel zu tun und die Abenteuer sind noch sehr umfangreich und aufwendig. Aber
Es ist ein Ende in Sicht und bald schon werde ich verkünden können, wer den Abenteuerwettbewerb gewonnen hat. Bis dahin bitte ich um eure Geduld, freue mich, euch bald hier wieder zu sehen und verbleibe bis nächsten Montag oder Dienstag. Euer Schelm. Spielt schön, bleibt gesund und tschüss.